Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir die Flugzeuge gestartet, die jetzt von hier von A nach B fliegen. Wo sind die gerade schon wieder? Die Flugzeuge? Wo seid ihr? Seid ihr drüben gelandet schon wieder? Die sind ja insane schnell. Die sind hier bestimmt schon... Ah, da ist einer. Ja, da ist noch einer. Die sind hier schon die ganze Zeit unterwegs. Hier fliegt der andere. Und liefern uns Personal von A nach B. Sie machen einen richtig guten Job mit einer extrem guten Leistung. Wenn wir uns hier die Linie mal angucken, machen sie insgesamt 3,9 Millionen und haben immer noch genug Passagiere eigentlich an den Flughäfen stehen, die immer noch darauf warten, geflogen zu werden. Extrem, extrem gut. Auch die natürlich dazugehörenden Busse machen dementsprechend Plus. Wenn wir angucken, wir haben hier irgendwo Flughafen Fürstenau. 40.000, 80.000, zwar nicht die besten Leistungen, aber immer noch gut. Hier, die Züge machen gerade Minus, aber die haben wir auch für um die 50 Millionen gekauft. Hm, haben wir auch gerade neu gekauft. Wir haben hier gerade fast alle Fahrzeuge neu gekauft. Die müssen sich natürlich erst einspielen, hoffe ich. Wir haben aber ansonsten relativ viele Sachen, die viel bringen. Hier, Fischtransport bringt 2,6 Millionen. Der gerade macht auch wieder Minus, aber den versuchen wir gerade noch gerade zu richten. So, ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich das Spiel. Die paar Fahrzeuge, die wir geändert haben, sollten sich jetzt auch... Oh. Eine Lockheed Super Constellation. Was ist denn das Schönes? Das ist eine Douglas. Was ist denn die? Eine Douglas Super Constellation. Ich sehe die gar nicht. Muss die in einem neuen Ding gebaut werden? Oder was ist hier los? Gibt es neue Flughäfen, die wir sozusagen bauen müssen? Oh ja. Mir schaut das irgendwie nach einem größeren Flughafen aus. Jo. Bedeutet, in Zukunft müssen wir die Flughäfen austauschen. Kosten aber auch jeweils 16 Millionen. Holla die Waldfee. Aber dann machen wir auch natürlich dementsprechend große Flughäfen gleich. Aber für den Anfang reicht's ja. Was ist jetzt los? So, wartet mal eine Sekunde. Was ist hier passiert? Warum zur Hölle fährst du auf der Seite? Schienensystem, zeig mir kurz an, wie die hier fahren sollen. Irgendwie hat sich der Zug verwirrt, habe ich das Gefühl. Das stimmt auch. Okay, wir geben euch jetzt hier eine Chance. Und machen hier euch notfalls Ausweichgleise noch rein. Eine Katastrophe mit den Deppen. Dann machen wir dementsprechend Signale. Wo sind meine Signale? Da. So, wenn ich jetzt hoffe... Checkt der jetzt, dass er Gleis wechseln muss? Gut. Jetzt müssen natürlich die Züge dementsprechend warten. Ihr habt auch ein bisschen den Schaden, oder? Der fährt nicht ganz voll. Und wie fährt der? Fast gar nicht voll. Hm. Vielleicht müssen wir einen ausmustern. Oder auf ein anderes Zug... Was bringt mir das? Ja, der Tunnel ist kacke. Ich weiß. Da ist ein Privatverkehr sehr hoch.
können mich mal mit ihrem Privatverkehr. Natürlich, die Lautstärke ist dementsprechend. Der Flughafen ist zum Glück, sagen wir mal, so eine Ausnahme. München wird total überrollt. Aber wir werden auch mal die Busse dann hier entfernen. Dadurch wird hoffentlich die Lautstärke reduziert. Das sind auch teilweise deren eigenen Fahrzeuge, die hier Lärm erzeugen, wie Sau. Dafür kann ja ich dann nichts. Da ist das nächste Flugzeug, was schon da ist. Ich glaube, der hebt ab. Und tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, ich sehe das Problem. Die Züge sind zu lang. Fuck. Okay. Umdrehen. Plan entwerfen. Unsere Bahnhöfe sind zu klein. Okay. Dann heißt es wohl, der hier wird abgegradet. Erstmal muss die Station hier weg. Die steht tot im Weg. Wir müssen den ganzen Bahnhof neu planen. Am besten bauen wir ihn komplett neu, weil ich denke, wir haben schon bessere. Ja, die modernen hier. Halbmodernen Teile hier. 320. Wir machen einen achtgleisigen hier hin. Einfach weil wir es können. Würde ich sagen. Deswegen machen wir das auch im Pausemodus, weil immerhin müssen wir viel umreißen, umbauen. Oh, ich habe gleich gerade einen Zug abgerissen. Scheiße. Entschuldigung, warte mal. Das kriegen wir wieder hin. Gib mir eine Sekunde. Da habe ich also den falschen Knopf gedrückt. So, jetzt kommt hier ein neuer Bahnhof hin, bitte. Gebäude, Bahnhof. Jetzt noch anpassen natürlich, so dass der gerade bleibt. Alter, wie das leckt, wenn du den versuchst, den Bahnhof zu setzen. Holy shit. So, perfekt. So, okay, Bahnhof steht wieder. Dann müssen wir... Wir müssen die ganzen Schienen umbauen. Scheiße, das wird ein Riesenaufwand. Das wird ein richtig fetter Aufwand. Wollen wir hier natürlich dementsprechend ein neues System einbauen müssen, damit die Signale und alles passen. Wo denn? Ja, wo hat denn Linie 1 ein Problem? Bahnhof ist angeschlossen. Er wurde als 1 markiert. Ich verstehe nicht, was denn ein Problem ist.
Achso, ja, ihr müsst bitte auf 8 in Zukunft fahren. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden, Hunde. Sie sind ja gewohnt, auf 1 zu parken. So, jetzt können sie wieder fahren. Die ganzen Bahnhöfe sind halt mittlerweile wesentlich zu klein geworden. Was natürlich zu Problemen führen kann in Zukunft. Deswegen wir jetzt Stück für Stück ein paar Bahnhöfe upgraden werden. So, konfigurieren. Eine neue Benutzerplattform. Wir sind noch hier vorne. Die werden gleich nachdem natürlich dementsprechend groß gebaut. Weil einfach, wir wissen, dass in Zukunft werden nur größere Züge kommen. Und wenn wir die dementsprechend vorbereiten, können wir auch noch natürlich Sachen dementsprechend vorbereiten. So, wir können natürlich hier noch gleich nochmal einen Unterführungsbereich machen. Hier wird natürlich schon mit dem neuen Modell gebaut. So, und jetzt können wir wieder rausgehen, Gleisanschluss machen. So, und dann kommt hier vorne halt dementsprechend die Weiche hin. Jetzt schauen wir mal kurz auf unsere Dacia. Da haben wir zum Beispiel hier Refem. Fährt als erstes auf Gleis 2 und dann beim Rückfahren soll er bitte auf Gleis 1 fahren. Das führt zu weniger Problemen beim Durchfahren. Haben wir hier hinten schon. Haben wir ja auch schon. Und haben wir am Ende, glaube ich, aber nicht. Ja, okay, das ist auch normal. Jetzt schauen wir uns mal den Bahnhof an. Ich glaube, da werden wir dasselbe Problem encountern. Oh, für was brauchen wir denn die jetzt? So, hier wird der Bahnhof links, rechts um 2 ausgebaut direkt. Alter, das ist heute nur reiner Umbau. Das ist Katastrophe. Wir haben schon wieder so viel Geld ausgegeben dafür. Dementsprechend müssen die Ausbauten auch gut hoffentlich funktionieren. So, konfigurieren. Können natürlich gleich, wir tun einfach um 3 weiter auf deiner Seite und wenn es geht auf der Seite auch. Wenn es schon geht, dann richtig. Weißt du, wenn wir schon investieren. Ah, oh, scheiße, das war der falsche Bahnhof. Wenn wir schon investieren anfangen, dann sollten wir das auch richtig tun. Weil ansonsten ist es ja ein bisschen dumm, ne? Dann gibt es jetzt hier noch Verschiedenes. Eine Unterführung links, rechts. Und dann bauen wir auch nur nach dem Sprint hier aus. Schaut ein bisschen so, wie bei den echten Bahnhöfen, wo die Endstücke nie unterdacht sind. Das ist eine Katastrophe teilweise, wenn du unterwegs bist und du brauchst einfach so ein überdachtes Dach und alles steht voll. Aber du musst nach ganz vorne da, wo kein Dach mehr für dich ist. Warum darf ich da jetzt nicht bauen? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Schiene an Schiene, oder? Ja. Geh doch. Bau nicht mehr. Oh Gott. Es kommt das Tunneldebakel wieder, ich sehe schon. So. Zack hier. Zack hier. Signale dementsprechend anbringen. Zack. Zack. Bahnhof fertig. Hier fährt gerade der nächste Zug raus. In Zukunft bauen wir einfach nur eine Riesenbahnhöfe, weil das ist ein Schweineaufwand, die jedes Mal umzubauen. So, okay, wieder den dementsprechenden Teil entfernen. Jetzt kommt wieder Panik bei unseren Leuten auf, so, was passiert hier? Der Bahnhof!
Oh nein! Aber keine Sorge, es ist nur ich, der den Bahnhof auseinanderrennt. Der hat schon seitlich ein bisschen was weg, bedeutet, wir werden hier auch wieder dementsprechend nur ein paar Sachen dazu bauen. Plattformen. Wir werden hier bald auch noch neue Abteilungen einbauen, neue Richtungen, die man hinfahren kann. Verschiedenes war das, ne? Passagierunterführungen hier. Dach wieder bloß eins weit, weil wir einfach asozial sind. Und das sind eh schon die neuen Bahnhöfe, die hier stehen. Bedeutet, die sollten hoffentlich auch gut funktionieren. Das ist dumm. Ne, das machen wir nicht. Wenn dann, dann richtig. Der Bahnhof wurde halt dementsprechend verlängert, sodass die Schienen nicht unbedingt mehr passen. Aber da müssen sie eh noch anfahren eigentlich, weil, ja. Ne? Ist ja der Anfang des Bahnhofs. So, Signale dementsprechend. Zack. Zack. Gleise. So. Und so, perfekt. So, und jetzt hat er nicht Wegpunkt. Signal setzen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt kommt eh gleich unser anderer Zug noch. Dann können wir uns das Ganze anschauen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns anschauen, ob die Bahnhöfe dann alle so passen oder nicht. Also, bis dann. Ciao.